Ich helfe meinen Klienten dabei, Karriere zu machen, aufzusteigen, Gipfel zu erklimmen. Und von daher bietet sich einfach ja, die Metapher einer Bergtour hervorragend an, um deutlich zu machen, worum es mir geht. Im übertragenen Sinne nehme ich Sie mit auf eine Bergtour und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie Schritt für Schritt zu einer Top-Führungskraft werden. Da drüben, die Gipfel, schauen sich diese Gipfel an, dahin nehme ich Sie mit. Hallo und einen recht schönen guten Tag. Ich freue mich, dass Sie in meinem Videokurs sind. Ich hatte Ihnen versprochen, dass Sie eine Führungskraft kennenlernen, die mit dem, was ich Ihnen in meinem Videokurs zeigen werde, bereits große Erfolge erzielen konnte. Ich habe ein Interview vorbereitet mit eben diesem Leader, der Schritt für Schritt mit seiner Führungskraft Successful Leader umgesetzt hat. Hören wir doch einen Augenblick zu. Ja, Herr Koch, ich freue mich, dass Sie da sind. Was haben denn Ihre Führungskräfte gelernt? Und das hat im Grunde genommen für die Führungskräfte wieder ein richtiger Turbo gewirkt. Also kann man auch sagen, dass die Führungskräfte dadurch ja regelrecht Coaching-Kompetenz gewonnen haben? Ja, auf jeden Fall. Und ich erreiche natürlich damit auch, dass meine Führungskräfte auf eine andere Ebene der Wirksamkeit kommen. Was gab es denn so für Erfolge, die man vielleicht auch mit Zahlen belegen kann? Wie viele Prozent sind eigentlich auch verbessert? Also es haben sich erstmal deutlich über 90% der Leute verbessert. Und das kann man wirklich sagen. Aber dass Sie auch gesagt haben, ja, Sie konnten das auch ganz klar an eigenen Zahlen erkennen, die Sie erhoben haben, das ist ja auch der entscheidende Punkt. Auf jeden Fall, ja klar, logisch. Wir haben im Vorfeld ja gesagt, wir wollen Dinge messbar machen, die auch meinen Geschäftserfolg spiegeln. Mhm. Also es gab wirklich hervorragende Ergebnisse. Mhm. Und wenn man jetzt mal hinschaut, auch als Empfehlung für unsere Zuseher, was würden Sie ja denen empfehlen? Die Spreu trennt sich dort vom Weizen, wo Mitarbeiter systematisch geführt werden, aber wo sie auch gelernt haben, sich systematisch selbst zu führen. Und wo man das alles dem Zufall überlässt, da ist keine Nachhaltigkeit in der Entwicklung da. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Herr Koch, ich bedanke mich, dass Sie heute waren und auch für unsere Zuseher nochmal deutlich gemacht haben, was wir dort... Weshalb hatte man diesen großen Erfolg? Erinnern Sie sich? Die Spreu trennt sich dort vom Weizen, wo die Mitarbeiter systematisch geführt werden. Und wie das geht, das wollen wir uns jetzt mal Schritt für Schritt ansehen. Und da ist ein ganz kleines Detail ausgesprochen wichtig. Wenn mir das nicht bekannt ist oder wenn Sie es nicht berücksichtigen, dann ignorieren Sie einen ganz wesentlichen Teil der menschlichen Psyche. Genau das können Sie schon bei kleinen Kindern beobachten. Wenn die eine Idee entwickeln, dann sind sie mit Power dabei. Und Ihnen wird es auch heute noch nicht anders ergehen, oder nicht? Ein Vorschlag, der Ihrem Hirn entstammt, der fühlt sich einfach gut an. Da steht man hinter. Und deswegen fragen Sie ab sofort Ihre Mitarbeiter. Seinen eigenen Vorschlag wird er zu 100% umsetzen. Natürlich muss dieser Vorschlag praktikabel sein. Das kann man ja gemeinsam in einem Gespräch ausarbeiten. Und das ist der dümmste Fehler Nummer 1. Wenn Führungskräfte das Wissen und Können ihrer Mitarbeiter nicht nutzen, sondern immer nur alles alleine lösen wollen. Als Experte für Mitarbeitermotivation ist das übrigens meine Grundüberzeugung. Die Mitarbeiter in Summe, nicht unbedingt der Einzelne, aber die Mitarbeiter insgesamt haben das Know-how, die Erfahrungen, um Probleme im Unternehmen lösen zu können. Ansonsten hätten sie die falschen Mitarbeiter eingestellt. Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter einbeziehen, sind um 60-80% erfolgreicher als Führungskräfte, die das nicht machen. Und zwar bezogen auf Karriere, Respekt, Ansehen, Selbstverwirklichung, aber auch finanzielles Auskommen. Und wenn Führungskräfte diesen kleinen Tipp von mir beherzigt haben,
dann haben sie anschließend regelmäßig Folgendes geäußert. Unsere Mitarbeiter, die haben viel, viel mehr drauf, als wir vorher gedacht haben. Was natürlich auch für die gesamte Teamarbeit, für das gesamte Team einen ganz wesentlichen Schub nach vorne gebracht hat. Seien Sie gewiss, wenn Sie Ihre Mitarbeiter einbeziehen, dann wird nicht nur der Respekt zunehmen und wirklich auch Teamgeist einkehren, sondern auch die Wertschätzung vom Vorgesetzten. Sie werden Ziele erreichen, von denen Ihre Kollegen weiterhin nur träumen werden. Lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, worum es heute in diesem Video geht. Erstens, Mitarbeiter wollen einbezogen werden. Man kann sich ja selber fragen, fühlt man sich aufgewertet, wenn der Chef nach der eigenen Meinung fragt? Und wenn man dann den eigenen Vorschlag umsetzen darf, dann ist man doch wirklich mit Engagement und mit Energie dabei. Das ist doch klar, oder? Ich erlebe immer wieder, dass Führungskräfte sagen, viele Mitarbeiter wollen ja gar nicht einbezogen werden. Die sind gar nicht bereit, sich einzubringen. Das ist schon klar. Die sind so erzogen worden. Sie sind dazu gemacht worden, dass sie, ich will mal sagen, die Klappe halten. Beim nächsten Mal gehe ich darauf ein und ich sage genau, was man tun kann, um dies zu verändern. Zweitens, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie, wenn Sie Ihre Mitarbeiter einbeziehen, sich keine Zacke aus der Krone brechen, wie man so sagt. Im Gegenteil, die Mitarbeiter haben Respekt und Wertschätzung und schauen zu Führungskräften, von denen sie einbezogen werden, viel stärker und viel mehr auf, als wenn das nicht der Fall ist. Das haben wir in vielen, vielen Gesprächen mit Mitarbeitern immer wieder bestätigt bekommen. Mitarbeiter, die einbezogen werden, strengen sich viel, viel mehr an, als wenn das nicht der Fall ist. Und vor allen Dingen haben sie Hochachtung vor ihrem Chef. Fragen Sie sich doch selber, wie das bei Ihnen ist oder bei Ihnen wäre, wenn Ihr Chef mit Ihnen so umgehen würde. Und nur weil Ihr Chef das möglicherweise nicht macht, sollte man nicht sagen, deswegen verfahre ich genauso, sondern verändern Sie ab heute Ihren Umgang mit Ihren Mitarbeitern und Ihnen werden Dinge möglich sein, von denen andere weiterhin nur träumen werden. Denn das ist der dritte Punkt. Führungskräfte, die Mitarbeiter einbeziehen, erreichen ihre Ziele. Sie sind wesentlich erfolgreicher. Viertens, wer die Ziele erreicht, bekommt von seinem Chef oder von seinem Unternehmen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Und das wiederum beschleunigt in hohem Maße die Karriere. Deshalb noch einmal mit 5 Ausrufezeichen. Beziehen Sie Ihre Mitarbeiter bei Problemlösungen, Entscheidungen, strategischen Überlegungen, auch bei Alltagsfragen immer mit ein. Und eines ist auch klar, letztendlich entscheiden immer noch Sie. Aber Vorsicht, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nur scheinbar einbeziehen, dann geht dieser Schuss nach hinten los. Dann fühlen sich die Mitarbeiter, ich sage mal ganz platt, verarscht. Und jetzt kann man sich selber fragen, wenn Sie so etwas bei Ihrem Chef feststellen, erleben würden, was wäre Ihre Reaktion? Enttäuschung, Verbitterung und natürlich auch eine Reduzierung Ihres Engagements. Deshalb, es geht nur, wenn das von Ihnen auch wirklich ehrlich gemeint ist. Wie wichtig es ist, seine Mitarbeiter mit einzubeziehen, bestätigt eine aktuelle Online-Studie. Diese Online-Studie wurde bei ungefähr 12.000 Beschäftigten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gemacht. Befragt wurden Mitarbeiter verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen, unabhängig von ihrer jeweiligen Position. 3 Aspekte habe ich Ihnen hier mal zusammengestellt. Der erste, ich fühle mich gewertschätzt und respektiert. Das sagten 40% der Befragten.
Also die das Gefühl hatten, wenn ich gefragt werde, wenn ich mich einbringen kann, dann bin ich was wert und ich habe das Gefühl, dass ich respektiert werde. Der nächste Punkt ist, dass die Beteiligten auch gesagt haben, ich verfüge über Kompetenzen, die für das Unternehmen wichtig sind und die häufig von dem Unternehmen nicht abgerufen werden. Und das sagten 48%. Also fast jeder Zweite hat gesagt, ich habe Wissen, ich habe Know-how, ich habe Fähigkeiten und mein Unternehmen fordert dieses Wissen nicht heraus. Das liegt praktisch brach. Aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt und dies für das Gesamtunternehmen von immenser Bedeutung, nämlich es steigert meine Motivation und Leistungsbereitschaft. Und das haben 77% der Befragten gesagt. Also mit anderen Worten, 4 von 5 Mitarbeitern sagten, wenn ich gefragt werde, wenn ich mich einbringen kann, bin ich motivierter, bin ich leistungsbereiter. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die genau das bestätigt, was ich in meiner Analyse der Führungsfähigkeiten herausgefunden habe. Stellen Sie sich bitte Folgendes vor. Sie hätten ein Team mit 10 Personen und Ihnen würde es auf diese Weise gelingen, 7 oder 8 Personen dieses Teams mehr einzubeziehen und dadurch auch mehr zu motivieren und zu mehr Leistung zu bringen. Was würde das für Ihr Team, aber unterm Strich auch für Sie persönlich bedeuten? Und selbst wenn man sich vorstellt, es sind keine 7 oder 8 Personen, es sind nur 6 oder 5 oder auch nur 4. Das alles würde natürlich auch dazu führen, dass in Ihrem Team die gesamte Leistungsfähigkeit zunimmt. Man kann nicht davon ausgehen, dass 7 oder 8 sofort begeistert sind und bereit sind, sich einzubringen. Aber wie gesagt, wenn nur 4 mitmachen würden, dann würde das einen Leistungsschub für Ihr Team bedeuten. Und jetzt stelle ich mir nur einfach mal vor, was würde es für ein Unternehmen bedeuten, wenn 40% der Belegschaft plötzlich mehr Leistung, mehr Power, mehr Motivation bringen würde? So, und jetzt verrate ich Ihnen noch ein, ja, ich will mal sagen, 100.000-Euro-Geheimnis. Wussten Sie, dass diese Technik oder besser spreche ich von Prinzip auch von fähigen und erfolgreichen Unternehmensberater angewendet wird? Wenn Unternehmensberater den Auftrag kriegen, ein Problem zu lösen, dann geht es natürlich darum, sich auch mit den Betroffenen zu beschäftigen. Da geht es um Objektivität. Sie wollen nicht nur von dem Auftraggeber hören, was seine Sichtweise ist, sondern sie wollen sich auch damit beschäftigen, wie andere das Problem sehen. Aber sie fragen natürlich auch in diesen Einzelgesprächen den einzelnen Mitarbeiter, was seine Sichtweise ist, wie er das Problem lösen würde. Sie fragen ihn beispielsweise, stellen Sie sich vor, Sie sind Chef. Was würden Sie tun, um das Problem zu lösen? Und das ist keine leere Floskel, was Sie hier machen, sondern Sie sammeln sich natürlich dann auch über diesen Weg die Sichtweisen ein, die Herangehensweise ein und entwickeln dadurch natürlich ein Bild, ein Gerüst und können daraus natürlich auch Ihre eigenen Vorschläge ableiten. Natürlich hat der Unternehmensberater Fachwissen, Know-how über sein Gebiet, ob es Verkauf, ob es Einkauf ist, ob es Strategie ist, ob es Personalfragen sind oder Personalentwicklung, was auch immer. Natürlich ist er Fachmann auf diesem Gebiet. Aber er nutzt natürlich auch im hohen Maße das Wissen, das Know-how, die Erfahrungen jedes einzelnen Mitarbeiter. Und das ist natürlich ein Prinzip, was Sie immer wieder feststellen können, was vor allen Dingen die erfahrenen, die fähigen Unternehmensberater anwenden. Und da frage ich Sie, warum nutzen Sie nicht das Know-how, die Erfahrungen, das Wissen Ihrer Mitarbeiter? Das, was der Unternehmensberater kann, das können Sie auch. Und so sollten auch Sie Ihre Mitarbeiter einbeziehen, entweder im Team oder auch in Einzelgesprächen. Jetzt höre ich schon den Aufschrei von dem einen oder anderen.
wo soll ich denn meine Zeit hernehmen? Dann komme ich ja überhaupt nicht mehr zu meinem Job, zu dem, was ich zu tun habe. Das, was ich Ihnen jetzt hier aufzeige, das ist Ihr Job. Ihr Job ist es, Mitarbeiter zu führen. Und ich möchte, dass Sie sich eine Frage beantworten. Was sind Sie oder was wollen Sie sein? Sind Sie Ausführungskraft oder sind Sie Führungskraft? Das ist eine ganz entscheidende Frage, die Sie sich stellen müssen. Viele Führungskräfte sind Ausführungskräfte. Sie sind nicht Führungskräfte, sie gestalten nicht. Und viele Führungskräfte sagen dann, ja, mein Chef lässt mich auch nicht. Und hier kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Wenn Sie weiterhin von Ihrer Einstellung und von Ihrem Herangehen sich als Ausführungskraft fühlen, dann werden Sie das auch nur ausstrahlen. Und wie soll man Ihnen mehr Verantwortung übergeben? Wie soll man Sie mehr mit einbeziehen, wenn Sie genau diese Ausführungskraft repräsentieren? Und deswegen ist der erste Punkt, dass Sie eine Entscheidung treffen müssen, dass Sie Führungskraft sein wollen. Und auch wenn Sie im Moment noch nicht die Kompetenz bekommen und die Entscheidungsbefugnis, aber alleine dadurch, dass Sie sich in eine andere Rolle eindenken und einfühlen, werden Sie ganz anders auftreten. Und dadurch werden Sie natürlich auch über kurz oder lang von Ihrem Umfeld ganz anders wahrgenommen. Deshalb treffen Sie jetzt auch eine Entscheidung, dass Sie eine Führungskraft sein wollen. Und auch wenn Sie noch nicht die Kompetenzen und die Befugnis haben, die Sie sich gerne wünschen, Sie werden dann plötzlich Nischen sehen und Möglichkeiten sehen, wo Sie ganz anders mit Ihren Mitarbeitern umgehen können und sich wirklich Stück für Stück mehr als Führungskraft auch entwickeln können. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren und ich möchte jetzt schon auf das nächste Video aufmerksam machen, auf das Video Nummer 2. Okay, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute, machen Sie es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr Harald Gebutzko.